da werden wir uns jetzt gleich wiedersehen. Und vorab gibt es jetzt erstmal eine kleine Geschichte. Burg Hanstein. Die erste sichere Erwähnung einer Burg Hanstein und zugleich über ihre Zerstörung gibt Mönch Lambert von Hersfeld in seinen Jahrbüchern zum Jahre 1070. Dort heißt es, im August ließ König Heinrich IV. Des Herzogs Otto von Nordheim Burg Hanstein von Grund aus zerstören. Die Burg, die im Besitz des Grafen Otto von Nordheim war, musste also bereits vor 1070 errichtet worden sein. Vermutlich aus dem Erbe der 1144 ausgestorbenen Grafen von Nordheim gelangte die Burg in welfischen Besitz. Durch Heinrichs jüngsten Sohn, Otto IV., gelangte sie 1209 an den Erzbischof Siegfried von Mainz.